Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Advanced Adventure. Letzte Folge habe ich die Arena hier besiegt und diese Folge werde ich den Arenaleiter besiegen. Der aussieht wie Giovanni. Ich repräsentiere alles, was dunkel ist in dieser Welt. Hast du jemals Angst erfahren, Milk? Weil du bist dabei, deine neue Angst zu erkunden. Mich. Deine neu gefundene Angst zu erkunden. Und zwar ihn. Und das ist Francesco. Francesco wird ja auch irgendwie passen. Zu Giovanni als Name. Da wechsle ich auf Raichu. Bitte, bitte, bitte. Yes! Wie gut es einfach ist. Es nimmt es einfach ohne irgendwie zu zögern sofort raus. Mein Pikachu. Also Raichu. Ich sag immer noch Pikachu. Übrigens, wenn man Misty genommen hätte am Anfang, hätte man Togepi bekommen. Bin ich jetzt ziemlich froh, dass ich den Junge genommen habe. Also Mädchen meine ich. Also wenn man das Mädchen genommen hätte, dann hätte man Togepi genommen. Das aussah wie Misty. Das würde ich sagen. Da lasse ich mal Tropius ran. Ah, das. Also damit hätte ich rechnen können. Habe ich zuerst Er kann auch Toxin. Ist natürlich doof, dass. Okay. Wenn ich ihn jetzt besiege, zählt der Abgangsbund dann noch? Ja, zählt noch. Dann mache ich mal Toxin. Mist. Gehe ich jetzt nochmal auf Elements. Nach Body Slam. Mann, schon wieder so. Das letzte nach Tara hat er auch schon synchronisiert. Und dann ist sowieso gleich tot. Ach nee, komm schon. Komm schon, das ist nicht dein Ernst. Warum bin ich denn jetzt verwirrt? Also ich weiß, dass man nach Outrage bzw. Wutanfall verwirrt wird, aber ich konnte es ja nicht mal ganz ausführen. Ach komm, wie sinnlos war das? Okay. Mist! Stimmt, Typ Käfer! Nein! Ach du Idiot! Komm, wir. Komm, wir. Okay, jetzt zieht sowieso nichts ab. Ich habe zweimal Schwerttanz eingesetzt. Hör doch auf damit. Ach ja. Muss wieder mal Arcani alles regeln. Doch Confuse Ray, wie du willst. Ich werde sowieso jetzt vom. Oh. Nein! Oh. Das könnte jetzt echt knapp werden. Dann mache ich jetzt einfach mal Thunderbolt. Zieht fast gar nichts ab. Ich belebe mal Arcani wieder. Gerbe auf Gengar.
jetzt Fluch ein. Na komm. Schön. Das zieht doch schön viel ab. Max Potion? Ne, das ist ja sinnlos. Fiebertrank reicht. Wo ist der? Fiebertrank, genau. Ah, jetzt zieht mir nichts ab eigentlich. Reicht das jetzt schon? Nee. Was ist das? Ist ja cool, wenn Extreme Speed eher als ein Trank eingreifen würde. Was, das ist unmöglich? Du magst mich besiegt haben, aber du wirst niemals Scream besiegen. Haha, lebe wohl, Nick. Danke. Da muss ich jetzt wohl zurück zu Professor Eich. Nee, 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 nee. Geh schon mal. Ich habe endlich alle 8 Subordinates und Tyrann-Pokémon besiegt. Ich sollte jetzt Professor Eich erzählen. Ja, das wollte ich schon gerade machen. Das brauche ich mir nicht nochmal sagen. Pokémon fliegen. Wie jetzt nochmal Großes passiert. Ach, ich fliege direkt hin. Stimmt, wenn ich hier ankomme, komme ich sowieso nicht durch. Hallo. Nick, mein Gott, schau dich an. Du bist von einem armen poor good for nothing. Von einem armen Typen. Smelly Boy in einen respektablen Mann geworden. Ich wusste, ich kann dir vertrauen, aber traurigerweise, du bist noch nicht fertig. Nick, du musst das Pokémon-Hauptquartier angreifen und Clean besiegen. Er wurde der Anführer, was bedeutet, er hat die Kontrolle über jede Stadt und Dorf, was Pokémon gehört. Gerüchte, das Pokémon ist die vier Pokémon stärksten Pokémon Trainer, die bekannt sind als die Eliten. Ja. Auf jeden Fall irgendwas erzählt er hier. Okay. Das bedeutet, ich soll jetzt zu Top 4. Die ist hier. Stimmt's? Steht hier der Typ noch? Ja, der sagt aber wieder mal das Gleiche. Gucken wir mal, ob hier unten was ist. Ist jetzt der richtige Weg oder wie? Ja. Ach ja. So, dann geht's jetzt wohl hier rein. Das ist der Eingang zu dem meist. Geradeaus liegt das Pokémon-Hauptquartier. Wenn du vorgehst, gibt es keinen zurück. Ja doch. Stopp! Oder dir mit den Konsequenzen. Oh, was war das? Bis 60, was ist denn hier los? Was war das denn? No? Hat der nur Feuer-Pokémon oder wie? Zack. Und das ist wahrscheinlich genau das Ding. Turnoptor.
Harry Potter? Ich sag ja gerade Harry Potter. du magst stark sein, aber das... Du wirst niemals die stärkste Kraft in der Region besiegen. Ach, man muss hier jeden besiegen. Okay. Amaldo? Oh, das ist natürlich gut. Das zieht nicht mal im Ansatz so viel ab. Und es ist immer noch gefroren. Nice. Was kommt jetzt? Scissor? Das ist, soweit ich weiß, Scherox, genau. Vierfach Schwäche gegen Feuer. Fortress? Keine Ahnung, was das ist. Ich bleib einfach drin. Jo, das sieht mehr aber, als ich gedacht habe. Okay. Icebeam mache ich wieder. Was? Achso, okay. Ja, stimmt, Typ Boden. Ah, das hat weh. Ampharos. Lol. Das sieht ja fast gar nichts ab. Okay, hat nichts gebracht. Kotzenspur, warum macht er das? Nein. Das wäre zu cool gewesen. Habe ich irgendwas? Ich einfach das Elements. Ah Mann, ich wusste, dass es Statik hat. Warum habe ich dann angegriffen? Keine Ahnung. Hoffentlich reicht das. Yes. Warte mal, muss ich jetzt 8? Ich muss jetzt 8 hintereinander besiegen, oder? Ja. Ja, da wechsle ich natürlich. Ach man, hätte ich das gewusst. Bleib ich drin. Mir fällt auf, dass die alle hier vierfach Schwächen haben. Oder? Claydol? Ne, Claydol hat glaube ich keine vierfach Schwäche. Aber vorhin hatte ich schon welche vierfach Schwäche und... Nein! Elements. Oh Mann, das hätte ich doch... Hätte ich doch zum Heilen benutzen können, den Zug. Naja. Ah, okay, das ist schlecht. Das ist natürlich jetzt schlecht. Top. Ne, Top-Beleber hebe ich mir auf. Akani natürlich. Okay. Mach wie du denkst. Keine Ahnung, was der Typ gemacht hat. Ah, ist es nicht Eiskett? Ernsthaft? Hat mich gerade ernsthaft Eiskälte getroffen? Gengar. Ja. Das ist gut, das ist gut. Kann ich erstens das machen? Wo sind denn überhaupt? Hä? Nee, ich wollte es einsetzen.
Mann, es geht jetzt hier schon viel zu lang. Was war das jetzt? Warum trifft denn nochmal Eiseskälte? Was ist das? Ist doch lächerlich. Es trifft einfach immer. Komm, den Kampf noch. Den möchte ich noch schaffen. Ja, hätte er jetzt wieder Eiseskälte gemacht. Wo ist es denn hier? Und Leaf Blade. Schon wieder trifft es. Es hat bisher immer getroffen. Ich habe ach, das war erst das erste. Mann, nein, was passiert denn hier? Guillotine, genau! Was ist das denn? Also ich weiß, was es ist, aber... Komm bitte. Ist es Wasserflug? Ich glaube nicht. Doch. Wow, wow, wow. Wasserflug, da nehme ich einfach mal Kani. Ja, ja. Ja, ja. Zack. Mach, was du willst. Ach, ist doch Wasserflug, was mache ich? Egal. Egal. Und damit war's das für den Part. Bis zum nächsten Mal.